Hey, willkommen hier bei Part 59 von Zalatoro Red the Hunter. Ja, der letzte Part war ziemlich nervend auf Reim, der hat mich ganze 50 Minuten gekostet. Wahrscheinlich habe ich es auf 30 Minuten oder so runtergeschnitten, ich habe keine Ahnung. Außerdem habe ich am Ende der Aufnahme gesehen, dass Fraps mal eben alle Aufnahmen, das immer bei 4 GB geteilt hat. Das heißt, ich habe jetzt... Wie viele Dateien habe ich jetzt da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 Dateien für eine Aufnahme, für eine Folge. Das ist unglaublich, was für Pech ich hatte. Okay, wir machen jetzt eine kurze, knackige Folge mit Bassett. Gut, ich kann sowieso nichts machen, weil ich meinen Dahak nicht habe. Zweiter Teil, drittes Kapitel, wie Mutter und Kind. Es wird nur eine kurze Folge, maximal 20 Minuten, ich sag's euch. Wir sind da, viel Spaß, Red. Wie, ich soll ganz allein gehen? Dir ist es doch eh lieber, wenn ich dir nicht am Rockzipfel hänge, oder? Alles klar. Dankeschön. Angreif. Boah, ich mag gar nicht daran denken. Kann ich hier lang? Okay. Da, 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 da. Ich bin so erschöpft von dem eben. Ach so, ich dachte, ich sollte... Ich hätte eine Quest oder so. Okay. Was war hier drin? Ah, der Laden, ne? Ist da eigentlich jetzt jemand, mit dem man so reden könnte? Ich wollte eine kurze Folge machen, aber das gehört halt dazu. Es ist viel passiert, seit wir das letzte Mal hier waren. Es ist viel passiert, liebe Leute, liebe Freunde, liebe Wuffels. Wer bist du? Das ist ein ziemlich heller Sonnenuntergang. Das hat mir jetzt bestimmt so 1% an Informationen für die Bibliothek gegeben. Ich wette mit euch. Das war voll die hilfreiche Information. Ach, da ist nichts. Wie dumm von mir. Hallo. Wir sind weit von Pharao Pferd, daher sind wir bestimmt nicht in Sicherheit. Sind wir bestimmt in Sicherheit. Also können wir hier. Ein Siedlerkrebs angeln. Nein, das tue ich nicht. Wow, da kann ich auch hin. Ja gut, aber das wird mir nichts bringen gerade. Das wird mir nichts bringen. Oh nein, da unten ist noch jemand, mit dem man reden kann. Reden, reden, reden. Ich will mit dir reden. Ohne einen Roboter kannst du nicht angeln. Ach so, ja, ist klar. Das versteht sich. Ich habe schwächliche Arme. Schwächlich. Achso, das ist eine Person. Jetzt soll es 2 Riesen geben. Das heißt, wir kriegen doppelt so viele seltene Teile, wenn wir beide besiegen können. Klingt nice. Dann sollte ich mich anstrengen. Ja gut, hier werden ja eh nur die Kinder. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Hallo? Gut, da ist keiner. Da ist nichts. Schade, ich dachte, das würde vielleicht gehen. Das hätte mir Zeit erspart. Gut, hier ist auch keiner. Sehr gut, ich habe Zeit verplempert. La 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 la. Nein, da muss ich nicht runter. Ich muss hier runter. Dann gehen wir mal mit der Direktorin des Waisenhauses reden.
Aber erstmal mit den Kindern. Du bist echt toll. Ich möchte so sehen wie du. Komm schon, Kumpel. Lass uns Verstecken spielen. Erzähl mir mehr darüber, wie es ist, einen Jäger zu sehen. Ich finde euch toll. Ich finde euch toll. Ich möchte euch bald wiedersehen. Ah. Schön, Sie wiederzusehen, Fräulein Frasier. Ach du meine Güte. Wenn das nicht Red der Jäger ist, was bringt dich hierher? Obwohl unsere letzte Begegnung nur wenige Monate her ist, wirkst du viel erwachsener. Finden Sie? Darf ich dich um einen Gefallen bitten, wenn du schon mal hier bist? Mein Roboter ist kaputt, daher kann ich leider nichts Schweres heben. Das ist nicht, das macht nichts. Meine Bitte richtet sich eh speziell an dich, Red. Hey, unser großer Bruder, der Jäger, ist wieder da. Hallo, Kinder. Boah, guck mal, wer hier ist. Warum bist du hier, um mit uns zu spielen? Wo ist denn Elle? Ich muss kurz in die Stadt fahren, um etwas zu erledigen. Könntest du so lange auf die Kinder aufpassen? Es dauert auch nicht lange. Was? Ich soll babysitten? Oh ja, was wollen wir denn spielen? Es gibt nichts... Es gibt gleich Essen, deshalb können wir nur drinnen spielen. Ha, wie wär's denn mit Verstecken? Oh ja, Verstecken! Du bist dran, Jäger. Okay, okay, ich pass auf die Kleine auf. Danke, Red. Ich kann nicht mehr. Alle mal herhören, ihr dürft euch nur innerhalb des Waisenhauses verstecken, okay? Okay. Dann lasst uns anfangen. Seid ihr soweit? Noch nicht. Wow, wir müssen uns schnell weglaufen, ich bin noch nicht soweit. Noch nicht, wo soll ich mich am besten verstecken? Noch nicht, noch nicht. Los, wir gehen alle in eine andere Richtung. Was habe ich mir da nur wieder eingebrockt? Achtung, ich komme. Du wirst mich nie finden. Möge die Suche beginnen. Gut, dann suchen wir mal ein paar Kinder. Sind hier nur drinnen. Schauen wir mal. Ich meine, so viel gibt's hier ja nicht. Da ist jemand. Haha. Ich bin gut. Du hast mich gefunden. Du bist Charlotte, oder? Ein tolles Versteck. Beinahe hätte ich dich nicht gefunden. Ich hätte nie gedacht, dass du mich hier finden würdest. Gut gemacht. Warte beim Eingang, okay? Ich helfe dir suchen. Ich möchte mit dir suchen. Nein, das wäre unfair, wenn du mitsuchen würdest. Wäre das Spiel sofort vorbei. Damit würdest du das Spiel verderben. Meinst du nicht? Na gut, dann warte ich immer am Eingang auf dich. Brave Kleine. Noch drei. Da hinten, ich sehe dich. Oh nein. Ich hab dich gefunden, Albert. Yep, man nennt dich nicht umsonst ein Jäger. Du bist ziemlich gut darin, Personen und Sachen zu finden, oder? Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und gegen böse Gerichte kämpfst du auch, oder? Ja, manchmal schon. Du bist echt so cool. Findest du? Jedenfalls habe ich dich gefunden. Also husch, husch, zurück zum Eingang mit dir. Okay. Zwei noch. Ey, zurück zum Eingang, habe ich gesagt. Wehe, du gehst nicht. Wir gehen erstmal runter. So, da hinten ist wieder einer. Und es ist Arsene. Wow, du hast mich gefunden. Hab ich dich. Wie war nochmal dein Name? Arsene, alle nennen mich Arsi. Arsi? Alles klar, und jetzt ab mit dir zum Eingang. Du hättest mich nie gefunden, wenn das Haus größer gewesen wäre. Ist sehr gut, aber nun warte beim Eingang auf mich. Okay. Ah, jetzt wird nur noch ein Kind. Versteckt es nur. Da.
Wo warst du? Ich weiß es nicht mehr. Aha, da. Hey, Biscott, hab ich dich gefunden. Ah, das gibt's doch gar nicht. So schnell gefunden, das ist so doof. Oh, ist doch nicht schlimm. Nicht weinen, wir treffen uns doch am Eingang. Ich will nochmal. Hm? Das wären alle, sollten alle beim Eingang auf mich warten. Da ist die Rasselbande. Habe ich jetzt alle. Du warst toll. Du hast uns echt schnell gefunden. Das Waisenhaus ist einfach zu klein. Du bist einfach zu gut. Lass uns das nächste Mal in einem viel größeren Ort verstecken spielen. Oh ja, gute Idee. Das nächste Mal? Was könnte das bedeuten? Soll ich jetzt nochmal verstecken spielen? Ach, Gott sei Dank, nein. Ich bin wieder da. Ah, ein Glück. Hallo, Fräulein Frasier. Es war total spaßig und Red ist ein toller Spielkamerad. Ach, keine Ursache. Wir haben doch nur Verstecken gespielt. Du siehst jetzt viel entspannter aus, Red. Wirklich? Haben dich die Kinder gut benommen? Manchmal können sie richtige Nervensicken sein. Ehrlich gesagt bin ich selbst in einem Waisenhaus groß geworden. Ach, tatsächlich? Unglaublich, dass sie das tagtäglich aushalten. Sie sind echt toll. Ach, es macht mir einfach Spaß. Ich bin glücklich, dass ich mit den Kindern zusammen sein kann. Das merkt man. Falls du müde bist, kannst du dich gerne in einem der leeren Zimmer ausruhen. Ach, danke. Ich glaube, ich werde mich tatsächlich kurz aufs Ohr hauen. Ja. Puh, ich bin ganz schön erledigt. Ich werde mir einen kurzen Augenblick ausruhen. Unsere Waisenhausleiterin konnte richtig streng sein, wenn sie wütend war, aber ansonsten war sie immer total liebenswürdig und fröhlich. Sie hat mich sogar aufgenommen, obwohl ich nur ein Gör war, das sich nichts erinnert. Die blonde Frau, an die ich mich während des Experiments erinnerte, war also mehr viel. Ah, so viele Stimmen. Misslungen der Experimente werden zerstört. Wenn du das nicht willst, dann geh. Nimm diesen Roboter. Für dich wird der Dark. Ich hab mir weh mit dem Dark entkommen lassen. Für dich wird der Dark. Was? Ah, was sollte. Was wollte sie damit sagen? Ich brauche Erinnerung. Red, kann ich dich kurz sprechen? Was gibt's? Ich kann Arsene nicht finden. Könntest du mir bei der Suche helfen? Arsene ist verschwunden. Und keins der anderen Kinder hat ihn gesehen? Nein. Könntest du bitte in der Stadt und im Hafen nach ihm suchen? Na klar, kein Problem. Ich weiß schon, wo er ist. Ich weiß es. Aber da gehen wir zum Schluss hin. Was passiert, wenn ich mit den Leuten rede? Okay, die sagen nichts Neues. Ich dachte, sie würden vielleicht was wegen dem Kind sagen. So als Hinweise oder so. Nach dem Thema, ja, wir haben ein Kind gesehen und so, bla. So, da komme ich ja gleich nochmal vorbei. Ihr wisst ja jetzt ungefähr, wo ich dann lang gehen möchte. Oder ist er da hinten? Das könnte natürlich auch sein. Dann gehe ich doch erstmal eben mit den Leuten reden. Ja, ja. Wo? Wo lang? Questerstraße. Ach, dann ist er doch da hinten und nicht hier vorne bei dem kaputten Schiff. Okay, weil ich dachte, er würde hinten sein, jetzt oben links seine Ecke. Aber da ist er nicht. Ist klar. Also hin, das ist im Waisenhaus. Der ist hier hinten. Aber ich glaube, da waren wir auch noch gar nicht. Es hieß ja immer, es wird zu gefährlich.
Da war ein Junge, der rechts um dein verlassenes Schiff ging. Das Schiff ist ziemlich marode, deshalb wollte ich ihn eigentlich aufhalten, aber... Naja, weiß der Kinder halt. Nanu? Hier sind kleine Fußabdrücke. Er ist also tatsächlich reingegangen. Ich muss unbedingt dem Schiff nachsehen. Aber erstmal gehen wir nach unten. Ich will da unten. Hä? Ich will da runter. Da ist ein Kind. Kind. Oh Mann. Oh, oder so. Das geht natürlich nicht. Ich komme da doch nicht runter. Doch, komme ich. Aber kann ich die Kinder einfangen? Das ist die Frage. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass das geht. Nee, das geht halt nicht. Ach, das ist doof. Gut, dann muss ich halt hier auch nochmal hinkommen. Sobald ich meinen Roboter wieder habe. Dadurch, dass es ja auch kein Quest ist, werde ich hier immer hinkommen können. Mich wundert, dass er durch einen derart gefährlichen Ort einfach so hindurchspaziert. Hätte mich gewundert, wenn es mich jetzt getroffen hätte. Ein Ring. Super. Ist ja wahnsinnig viel Geld. So, aber wenigstens ist es nicht ganz so gefährlich. Ist da was? Nee, da ist nichts. Okay. Wow, das war einfach. Mehr P-Kristalle. Sehr schön, damit können wir meinen Roboter schön aufmotzen, sobald ich ihn wieder habe. Und Musik. 100 sogar. Wow. Aber irgendwie bin ich falsch, oder? Ah nein, hier ist ein Loch. Zuerst runter? Ja, ja. Und sag mir nicht, dass ich die Kiste brauche. Das würde ewig dauern. Bitte sag mir nicht, dass ich die Kiste brauche. Bitte sag mir nicht, dass ich die Kiste brauche. Okay, da muss ich auf jeden Fall nochmal mit dem Dark dann hin. Das geht ja gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel zu tun. So viel zum Aufheben. 300 Ringe, nicht schlecht. Er ist noch tiefer hineingegangen. Ein falscher Schritt und er fällt direkt ins Wolkenmeer. Muss ich gerade sagen, ich hätte da auch keinen Bock davon wegzulaufen. Da ist was. Ringe, 10 Stück. Okay. Hallo? Ich wollte gerade sagen, kann ich da nicht mehr raufgehen? Gut, da ist nichts. Ja, da ist eine Schraube. Dafür brauche ich meinen Roboter. Hier ist eine Leiter. Wo führt die mich hin? Eine Truhe. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Da sind nur 100 Ringe drin, wie ätzend. Wisst ihr, was noch ätzend ist? Das Geräusch von diesen dusseligen Krabben. Was auch immer das sein soll. Ich muss sogar noch schwimmen. Moment, ich wollte gerade sagen, das Schiff hat doch da ein Loch, aber das ist nur ein Grafikbug. Ich bin jetzt nämlich gewundert, wie das Wasser hier drin sein kann, wenn da ein Loch ist im Schiff.
Das wäre ein wenig seltsam gewesen. So, von dir will ich nichts. Ich sagte, von dir will ich nichts. Ich will nur an den P-Kristall. Dankeschön. Ist da was? Nein, okay. So. Hier sind immer noch mehr Fußabdrücke. Die Fenzinere ist Asino vorgedrungen. Das wüsste ich auch gerne. Und es wird leider kein kurzer Part. Da ist was. Ein P-Kristall. Sehr viele P-Kristalle, finde ich. Sollte ich zu Glück sagen. Es ist schön, wenn ich welche finde. Oh, der Tag wird so mächtig. Oh, okay. Das ist ein Speicherpunkt. Achso, da komme ich nicht hin? Nein, komme ich nicht. Aber hier ist noch was. Gut, dann hätten wir, denke ich, alles, was ich jetzt momentan zu Fuß erreichen kann. Mal kurz abspeichern und dann schauen wir mal, was der Ersi so treibt. Oh. Hey, da bist du ja. Was machst du denn hier? Das ist doch viel zu gefährlich. Ich wollte dein größeres Versteck spielen. Und dann habe ich einen Krebs gelandet. Hast du doch nicht mehr, wo ich war, dann habe ich übrigens mit mir gewonnen. Ist ja gut, ich bin ja jetzt bei dir. Ersing? Ersing? Fräulein Frasier? Ist sie denn etwa den ganzen Weg hierher hochgeklettert? Im Hafen sagt man mir, dass du hier seist. Wie oft habe ich dir gesagt, dass dieser Ort tabu ist? Es tut mir so leid. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Oh, mein Rücken. Sie sind bestimmt erschöpft. Nehmweiter sollten Sie sich nicht so viel zumuten. Was ist so witzig? Ich freue mich, dass es dir wieder besser geht. Wer war das? Ach ja. Endlich habe ich dich gefunden.